Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Der Driller, so heißt der Mann, der den ganzen Bohrturm bedient, muss natürlich immer wissen, mit wie viel Kraft der Bohrmeißel unten auf die Sohle gedrückt wird. Und in einer vertikalen Bohrung ist das ganz einfach. Dazu misst er nämlich ständig das Gewicht des Bohrstrangs und hat eine Waage gewissermaßen obendran. Und wenn der Meißel auf Sohle fährt und Gewicht aufnimmt, dann geht entsprechend viel Gewicht oben an der Hakenlast verloren. Und deswegen hat der Driller auch immer eine große Anzeige vor sich, das Drillometer. Und auf diesem Drillometer seht ihr das aktuelle Stranggewicht und daraus abgeleitet den Meißelandruck auf der Sohle. Jetzt ist es aber leider so, dass die meisten Bohrungen heutzutage nicht mehr senkrecht nach unten gehen, sondern wir bohren ja gerichtete oder sogar horizontale Bohrungen. Und in diesen horizontalen Bohrungen funktioniert dieses Messprinzip nicht. Wir sehen ja hier, dass dann der Bohrstrang kilometerlang faul auf der Bohrlochsohle liegt und die Reibung führt dazu, dass wir aus der Hakenlast überhaupt nicht mehr ableiten können, wie viel Vorschubkraft noch unten am Meißel ankommt. Und die Frage ist jetzt, wie kann der Bohrer trotzdem ermitteln, welchen Andruck er auf dem Meißel hat? Und dabei helfen uns die Spülpumpen. Wir sehen hier so ein paar große Spülpumpen auf der Bohranlage. Diese Spülpumpen produzieren einen sehr konstanten Volumenstrom, aber der Druck, den die Pumpen zur Verfügung stellen, der hängt davon ab, wie viel die Spülung arbeiten muss. Okay, und diese Arbeit der Spülung besteht in erster Linie darin, die Reibungswiderstände zu überwinden, die die Spülung auf ihren kilometerlangen Weg durch das Bohrloch und das Bohrgestänge erfährt. Aber die Spülung wird auch dazu gebraucht, den Bohrmotor anzutreiben. In Horizontalbohrungen haben wir im Prinzip immer einen Bohrmotor direkt über dem Meißel installiert. Wir sehen das hier. Und dieser Bohrmeißel ist im Prinzip eine umgekehrte Pumpe. Wenn wir Spülung dadurch pumpen, rotiert das Innere des Motors und diese Drehung, diese Rotationsenergie wird auf den Bohrmeißel übertragen. Wenn der Meißel von Sohle gezogen ist und einfach nur frei im Bohrloch rotiert, reicht ein ziemlich kleiner Druck aus, um den Meißel zu bewegen, um den Motor anzutreiben. Aber wenn wir dann das Gewicht auf den Meißel langsam erhöhen, wird es für den Motor immer schwieriger, den Meißel zu drehen und deswegen steigt der Druck immer weiter an. Und wenn wir es übertreiben mit dem Andruck, dann wird der Motor abgewürgt, der Meißel dreht sich nicht mehr und das sieht man über Tage an einem dramatischen Anstieg an Druck. Okay, also, wir können feststellen, dass, welchen Druck die Pumpe liefert, wenn der Meißel von der Sohle abgehoben ist. Und wir sehen, dass der Druck sehr stark ansteigt, wenn der Motor abgewürgt wird. Aber dazwischen haben wir einen linearen Bereich, der uns wunderbar anzeigen kann, wie viel Meißelandruck gerade vorherrscht, je nachdem, welcher Druck oben an der Pumpe gemessen wird. Der Driller kann also ganz einfach aus der Druckanzeige den Andruck des Meißels unten auf der Sohle ermitteln. Und deswegen hat unser Driller nicht nur die Hakenlast und das daraus abgeleitete Weight on Bit, also Meißelandruck, vor seiner Nase, sondern er hat auch noch eine große Anzeige, die ihm den Pumpendruck zeigt. Und aus diesen Informationen kann er mit etwas Erfahrung und Nachdenken genau wissen, was unten auf der Sohle passiert. Und wer das noch genauer wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!